Herzlich willkommen zum Marktupdate Klatsche 4 auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, heute zweite Ausgabe in dem neuen Studio. Ich freue mich natürlich, dass entsprechend alles soweit geklappt hat. Aber leider sind hier noch ein paar Kinderkrankheiten dahingehend, dass wir natürlich die Technik erstmal auch entsprechend eingrooven müssen. Hier sehen müssen, dass natürlich sich auch zum Beispiel der Ton noch etwas verbessert, weil doch ein leichter Hall da ist. Aber das sind alles Dinge, die in den kommenden Tagen abgestellt werden sollten. Also bitte nicht wundern, wenn wir vielleicht am Montag noch keine wirkliche Live-Sendung realisieren können, sondern dann eben auch nur erstmal eine Aufzeichnung haben. Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, Fragen in der Kommentarzeile hier von diesem Video reinzustellen. Ich nehme die dann für Montag auf jeden Fall mit rein und werde natürlich dann auf eure Wünsche entsprechend eingehen. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal mea culpa. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ganz viele Bereiche, viele Abteilungen damit zu tun haben. Die müssen miteinander entsprechend sich abstimmen und demzufolge kann es noch leicht zu einer Verzögerung kommen. Ich bin aber erstmal froh, dass ich natürlich hier heute in diesem Klarschiff für euch da bin und entsprechend auf eure Fragen eingehen kann. Wenn euch das Format gefällt, lasst mir mal einen Daumen hoch da. Wenn nicht, bitte einen Daumen runter da lassen. Dann auch natürlich gerne reinschreiben, was euch nicht gefällt. Kritik, Anregungen, Wünsche, Fragen, wie auch immer, sind immer herzlich willkommen. Werden von mir auch weitestgehend dann umgesetzt, wenn ich es denn tatsächlich umsetzen kann natürlich. Aber wie gesagt, ansonsten finde ich solche Impulse schon ganz wichtig, weil die natürlich das Format auch insgesamt mit nach vorne bringen. Ich will gar nicht lange rumquatschen, sondern natürlich auch hier jetzt in Medias Res gehen und wir gucken als erstes auf ein Unternehmen, was ihr vor einiger Zeit nachgefragt habt, und zwar die BS Bank Software oder BS Banksysteme. Das ist ein eher kleineres Unternehmen aus Deutschland und wenn man eben sich natürlich so ein bisschen die Nebenwerte bzw. eben die Unternehmen aus dem SDAX und drunter anschaut, dann sieht man schon sehr schnell, dass die eben nicht wirklich das widerspiegeln, was wir eben in den letzten Wochen bzw. dann natürlich auch Monaten in den großen Werten gesehen haben, sprich in den DAX-Werten, hier eben also auch ein Unternehmen relativ klein. Von der Marktkapitalisierung ist ein Entwickler von Softwareprodukten für Banken und Finanzdienstleister. Die Gesellschaft ist ein General Standard der Börse Frankfurt notiert. Wenn man sich so ein bisschen ansieht, wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahren eben entwickelt hat, sieht man natürlich auch hier ganz klar so ein bisschen diese Covid-19-Digitalisierungsbuckel. Auch hier, wenn man das sozusagen in dem Chart antizipieren will, das ist der 5-Jahres-Chart und seitdem sozusagen so ein bisschen eben auch diese Korrektur, die wir sehen, das hat natürlich damit zu tun, zum einen kleines Unternehmen, kleine Unternehmen sind derzeit nicht wirklich bei den Investoren gefragt. Also der Fokus liegt weiterhin auf die großen Unternehmen, liegt weiterhin auf die DAX 40-Werte und selbst da sind noch nicht mal alle Werte wirklich, die richtig performen. Wenn man sich also die einzelnen Werte anschaut, sieht man sehr schnell, dass selbst der DAX 40 von ganz, ganz wenigen Werten im Endeffekt nur noch umgetragen wird. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich gerade bei solchen Unternehmen nicht gerade zeigen. Spannend könnte das Ganze werden, erst zur zweiten Jahreshälfte. Ich würde aber bei der B&S Banksysteme tatsächlich erstmal noch Abstand halten, weil das eben ein sehr, sehr kleines Unternehmen insgesamt ist und dahingehend einfach die Gefahr ist, dass man hier in Anführungsstrichen totes Kapital erstmal drin hat. Zum einen ist es natürlich so, die Investoren werden erstmal nur auf die großen Werte weiterhin schauen, werden ihren Fokus darauf legen, werden vielleicht dann in den MDAX reingehen, werden auf zyklische Werte gehen und dann sozusagen langsam in die dritten und vierten Unternehmensreihen reinschauen. Und B&S Bankensysteme gehört einfach zu diesen eher kleineren Unternehmen. Sicherlich kann die ein oder andere Unternehmensnachricht mal ein bisschen Drive reinbringen. Ihr seht es aber auch schon hier, guckt euch das Handelsvolumen an, da gehen nicht viele Aktien um. Also an einem guten Tag gehen hier, ich mache mal Xetra auch nochmal rein, wenn die auf dem Xetra-System entsprechend natürlich gehandelt werden. Moment. Ansonsten, ja, hier. Ansonsten seht ihr auch ganz sehr schnell bei TradeGate, hier gehen also noch nicht mal 100.000 Stücke am Tag um und das ist bei dem Gegenwert von 1,52 Euro. Zeigt natürlich, da geht kein großer Investor rein. Das ist ein ganz, ganz kleiner Nischenwert. Wenn ihr den Wert habt, dann habt ihr eure Gründe natürlich speziell gehabt, den zu kaufen. Ansonsten drängt sich, wie gesagt, aus meiner Sicht heraus in der aktuellen Börsenphase nicht wirklich ein Engagement auf, zumal es dazu kommen kann, wenn es eben an den Börsen ein bisschen holpriger wird, werden solche Werte, ihr seht, da braucht man nicht viel Aktien, die da verkauft werden müssen, dann kommt da auch sofort Verkaufsdruck raus. Also von daher wäre ich da eher vorsichtig. Anders sieht es dahingehend bei den Aktien von Shin-Etsu Chemical aus. Das ist tatsächlich eines der größten Chemieunternehmen weltweit und ist ein Hersteller von Polyvinylchlorid, also PVC. Kennt man natürlich aus Fußbodenbelägen oder von Fußbodenbelägen und entsprechend natürlich auch anderen Produkten, die dahingehend dann
aus PVC hergestellt werden, beziehungsweise eben auch ein Lieferant für Silizium-Wafer, für die Halbleiterindustrie. Und genau da liegt momentan natürlich der große Clou drin. Ihr seht es hier, man sieht also die KI-Manie, die starke Nachfrage nach Halbleitern hat natürlich auch dazu geführt, dass natürlich Silizium-Wafer sehr stark nachgefragt werden. Shinsengie Chemical ist ein Unternehmen, was in 17 Ländern vertreten ist, 113 Unternehmen weltweit sozusagen auch noch unter den Rigiden hat. Also es ist nicht nur ein Unternehmen, sondern eher nur ein Konglomerat von mehreren Unternehmen und gehört, wie gesagt, zu den Marktführern im Bereich der Halbleiterproduktion Silizium-Wafer. Hat eine Dividendenrendite von 1,67%, was ich ganz spannend finde, dafür, dass man eben hier sozusagen, wenn man so will, in ein Halbleiterunternehmen investieren kann, beziehungsweise in ein Zulieferunternehmen in dem Bereich. Und da habe ich in der letzten Zeit schon des Öfteren mal darauf hingewiesen, dass es eigentlich viel, viel spannender auch sein kann, nicht unbedingt auf die großen Player, natürlich eine Nvidia, Supermicrocomputer, alles Werte, die mit Sicherheit gut performt haben. Wenn man aber so ein bisschen konservativer ist und sagt, nee, ich will nur in das investieren, was ich eben verstehe. Und das ist eben zum Beispiel auch ein Geschäftsfeld von Shin-Etsu, was man eben nachvollziehen kann. Dann ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, trotzdem von dem Boom profitieren zu können. Hier nochmal der Chart, sieht man eben sehr gut, wie sich der Aktienkurs hier in den letzten Tagen natürlich oder Wochen natürlich auch entsprechend profitiert und beziehungsweise dann natürlich auch positiv entwickelt hat. Zusätzlich hat man hier noch die Möglichkeit, eben durch diese chemischen Ausgangsprodukte, zum Beispiel in der wieder aufnehmenden Fahrt bei dem Automotive-Sektor entsprechend profitieren zu können. In der 5G-Technologie werden ebenfalls die Ausgangsprodukte gebraucht und hergestellt. Also es ist ein ganz, ganz interessantes Unternehmen. Insgesamt, man muss noch ein kleines Aber mit hinten dran fügen. Das Unternehmen ist eben ein Chemieunternehmen, stellt eben teilweise Produkte zum Beispiel für die Kosmetikindustrie her. Und diese Produkte werden eben unter anderem durch Tierversuche entsprechend dann auf Unschädlichkeit oder wie auch immer getestet. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn man ESG-konform investieren will, dann macht man da hingehend einen Bogen drum, weil das natürlich entsprechend nicht den Kriterien unbedingt entspricht. Also das ist immer wieder ein großer Kritikpunkt, der oftmals auch von vielen Aktionären in Richtung des Chemiekonzerns angewendet bzw. auch gesprochen wird. Das ist so ein bisschen der Malus dabei, den man eben noch hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hat man eben ein Unternehmen, was international gut aufgestellt ist, eben entsprechende Bewertungsstände hat, die durchaus interessant sind und eben natürlich von dem Halbleiterboom gerade profitieren. Aber das muss man natürlich selber abwägen. Wenn wir schon im Bereich der chemischen Industrie sind, dann gucken wir mal nach Ludwigshafen und gehen mal hier auf die BASF ein. Wir haben hier ein Unternehmen, was natürlich gerade auch in den letzten Monaten massivst darunter gelitten hat, dass sich die Konjunkturlandschaft in Europa geändert hat, dass man eben zum Beispiel mit höheren Strompreisen zu tun hatte, dass man mit Streiks zu tun hat. Ganz spannend auch, der CEO von BASF hat eben darauf hingewiesen, dass die Bahnstreiks wirklich ein Problem auch für eine BASF darstellen, weil eben über 30% des Warenverkehrs von BASF aus Ludwigshafen entsprechend über die Schiene abgewickelt werden, das heißt über die Bahn. Und wenn die natürlich entsprechend streiken, hat natürlich die BASF als Konzern ein riesiges Problem mit. Das fand ich auch ganz spannend. Da merkt man also auch da, wie die Verknüpfung miteinander zu tun haben und wie das natürlich auch ein extremes Problem dahingehend stellt für solche Unternehmen. Ohnehin schon schwieriges Umfeld für Chemieproduzenten derzeit. Das heißt, das gesamte Konjunkturumfeld spricht nicht wirklich aktuell für Investments in dem Bereich. Aber bei einer BASF kann man einfach sagen, das sind Unternehmen, die natürlich so groß sind, in Europa der größte Chemieproduzent. Und dahin geht natürlich gerade perspektivisch, wenn man eben auf Mehrjahressicht guckt, kann man eben davon ausgehen, dass diese Zyklik, die sich einfach in dem Sektor jetzt auch wieder erkennbar zeigt, nachdem man hier praktisch jahrelang in so einem Goldilocks-Szenario gefangen war, ich mache mal hier den langfristigen Chart rein, dann sieht man das auch ganz gut. Also die Zyklik ist eigentlich immer da. Wir haben aber natürlich hier seit 2007, 2008 so eine Art, ja, Sonderlocke gehabt, eben durch die sehr expansive Geldpolitik. Da sind sozusagen diese Konjunkturzyklen aus- oder weggebügelt worden und der ganze Trend hat sich im Endeffekt nach oben entwickelt, was halt nicht normal ist. Da habe ich euch damals beziehungsweise dann natürlich auch immer wieder bei den Formaten darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung hier keine normale Entwicklung für zyklische Unternehmen ist, sondern wirklich eher, wenn man wieder weiter zurückzoomt in den 70er, 80er oder 90er Jahren, dann sieht man, dass das eben sowas zustande kommt und dass natürlich dann
solche exorbitanten hohen Kurssteigungen wie zuletzt gesehen wurden, einfach auch korrigiert werden müssen. Interessant bleibt aber die Situation trotzdem bei einer BASF. Das heißt also, wenn man die Perspektive schon ein bisschen länger guckt und man sieht auch, dass sich so mit ein bisschen Goodwill bereits auch ein Kursbon so um 45, 47 Euro reingezogen hat, sind die Aktien durchaus interessant. Ein weiterer Profiteur aus dem Halbleitersektor sind die ON Semiconductor. Die hatten wir, glaube ich, vor einiger Zeit auch schon mal hier gehabt. Das ist ein Unternehmen, was sich gleich in mehreren starken Wachstumsfeldern eben bewegt, unter anderem Automobilbranche, allgemeine Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrttechnik sowie im Bereich 5G und Cloud. Und gerade der letzte Bereich ist es dann auch, der den Aktien von ON Semiconductor sehr gute Quartalzahlen hat zukommen lassen bzw. publizieren lassen. Man sieht es hier, also sozusagen auch ein Profiteur der kompletten KI-Manie, die wir momentan sehen. Ich mache mal die Nasdaq. Und man sieht also ein Unternehmen, was einfach sehr gut positioniert ist, eine unheimlich hohe Dynamik eben in den Bereichen aufweist, eben gerade was Halbleiter für eben zum Beispiel Automotive und so weiter angeht. Da ist eben eine ON Semiconductor gut positioniert. Man sieht hier diesen Rücksetzer, der hat sich tatsächlich ergeben, weil sich gerade eben nach der Covid-19-Pandemie hier Überkapazitäten in dem Bereich aufgebaut haben, die dann eben natürlich sich entsprechend durch negative Verkaufszahlen dann niedergeschlagen hat. Aber man sieht, dass die Unternehmung hier so langsam aus dem Tal der Tränen wieder rauskommt. Das heißt, insgesamt sieht man, dass im Halbleiterbereich tatsächlich ein Abbau der Überkapazitäten der Lagerbestände zu sehen ist und man jetzt sozusagen wieder eine zunehmende Tendenz der Auftragseingänge sieht. Und das kommt natürlich auch entsprechend den Aktien von einer ON Semiconductor zugute. Man konnte den Umsatz im vergangenen Quartal Gesamtjahr beziehungsweise noch um 29% steigern und hat für 564 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Also eine Kombination, die man natürlich als Aktionär gerne hört. Von daher ON Semiconductor bleibt interessant. Hier ganz klar das Motto Go with the Flow. Das nächste Unternehmen sind die Münchner Rück. Die hatten in der letzten Woche Zahlen vorgelegt. Und die konnten sich durchaus sehen lassen. Bei dem Unternehmen läuft es wirklich, Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsunternehmen per se, also ob es Hannover, Rück, eine Allianz, wie auch immer sind natürlich Unternehmen, die einfach extrem von der aktuellen Situation profitieren. Und das ist natürlich immer wieder auch ganz spannend zu sehen, wie zum Beispiel das Zinsumfeld auf die Aktien wirkt, wie natürlich auch insgesamt die Schaden, die zwar auch zustande kommen und die auch reguliert werden müssen, aber im Nachgang einfach dazu führen, dass die Unternehmen wirklich sehr, sehr gute Gelder verdienen durch die Prämien, die natürlich gesteigert werden. Und ihr seht, wir sind sogar hier über das Kursniveau von der Jahrtausendwende hinausgeschossen, also auf Allzeit Höchstkursniveau, wenn man so will. Und was soll man dazu eigentlich noch anderes sagen, wenn man sich eben anguckt, dass die Gewinnziele für 2023, also für das abgelaufene Jahr, übertroffen wurden. Man hat eine Dividendenanhebung vorgenommen und will auch eigene Aktien zurückkaufen für 1,5 Milliarden. Das ist zwar im Vorfeld schon entsprechend kommuniziert worden, aber das sind natürlich alles Dinge, die man als Aktionär gerne hört und gerne liest. Und demzufolge ist es auch nachvollziehbar, dass die Aktien so stark gestiegen sind. Bewertung nicht mehr ganz günstig für einen Rückversicherer. Mit einem 10,8er KGV ist man schon durchaus in dem Bereich, dass man sagen kann, ja, da fängt sich sozusagen also langsam an, die Investorenschaft eben für die Aktien verstärkt zu interessieren, aber nichtsdestotrotz eine 3,37%ige Dividendenrendite vor Steuern kann sich sehen lassen. Also hier ganz klar weiter in das Motto dabei bleiben. Gucken wir auch weiter dabei mal bei den ASML, die Mutter aller Halbleiterwerte, wenn man es so will, hatte ich in den letzten Jahren darauf hingewiesen, Schwäche kann man bei dem Unternehmen wirklich per se kaufen. Die profitieren davon, dass eben die Unternehmen die Maschinen von dem mit weltweit größten Anlagenbauer in diesem Bereich einfach kaufen müssen. Und das ist spannend. Das sieht man auch bei einer Applied Materials oder eben bei einer ASML und bei diesen ganzen Unternehmen, die im weitesten Sinne Maschinenbau, Zulieferunternehmen eben aus dem Sektor zu sehen sind. Spannend. Also anders kann man es nicht sagen. Hier kann man ganz klar sagen, langfristig sollte man dabei bleiben. Hier ist auch der Trend weiter intakt. Hier auf 5 Jahre, guckt euch langfristig den Chart an, da kann ein schwindelig werden. Aber das ist eben auch die Tendenz, die sich im Halbleitersektor momentan darstellt und die einfach zeigt, wie gut das Unternehmen den Finger am Puls der Zeit hat, immer wieder die Maschinen auch herstellt, die gebraucht werden von den entsprechenden Unternehmungen. Und die einfach dann natürlich auch neue Fantasie geben. Jetzt ist man dabei, für Intel eine neue Generation eben von High-NA EUV-Lithografie-Systemen zu bauen.
Da kostet man ganz schlank so eine Anlage 350 Millionen US-Dollar. Also hier redet man wirklich über richtig, richtig Geld, richtig Anschaffung. Das heißt, wenn also hier Maschinen von ASML entsprechend gekauft werden, dann rollt auch wirklich gleich der Rubel. Und das ist natürlich spannend. Also ASML bleibt für mich weiter ein mega, mega Unternehmen. Ich bin froh, dass wir hier wirklich auch ein europäisches Unternehmen im Endeffekt haben, was wirklich auch ein State of the Art in diesem Bereich ist. Mega spannend. Ganz spannend auch, dass eben in Silicon Valley momentan wirklich die Flashkarten, sprich die Grafikkarten, so stark nachgefragt sind, dass man da schon von einer Art GPU-Poorness spricht. Wenn man eben in Silicon Valley sich mit KI-Wissenschaftlern auseinandersetzt, dann sagen die, hey, das Wichtigste, was wir brauchen, sind Rechenkapazitäten, Rechenkapazitäten aus diesen Memories, aus den Grafikkarten heraus. Und wenn du die nicht hast, dann bringt dir das nichts, wenn du eine gute KI-Technologie hast. Das heißt, es wird auch in Zukunft weiter ein ganz starker Run auf diesen Sektor bleiben und natürlich dann, um die Kapazitäten darstellen zu können, natürlich auch ein Run entsprechend auf die Maschinen, die das herstellen. Das nochmal so ein bisschen am Rande, was ganz spannend ist. Gucken wir als nächstes ebenfalls auf ein deutsches, das heißt ebenfalls auf ein deutsches Unternehmen aus dem Sportartikelbereich, und zwar die Puma, die in der vergangenen Woche ebenfalls mit Zahlen aufgewartet sind. Ein Sportartikelhersteller, muss man nicht viel sagen, immer wieder im Bruderkampf, Geschwisterkampf mit Adidas. Hat natürlich aber von der Größe her sich eher auf die Position 3-4 abschlagen lassen, je nachdem, welche Vergleichsunternehmen man reinnimmt. Man sieht aber auch hier, die Konsumzurückhaltung zeigt sich ganz klar weiterhin. Man hat hier einen sehr starken Fokus auf Streetwear, also weniger auf wirklich die klassischen Sportartikel, sondern eben auch noch zusätzlich aufs Lifestyle. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Markt, der insbesondere dann unter Druck kommt, wenn eben die Inflation tobt, wenn die eben hoch ist. Dann hat man eben auch noch so die Abstrahleffekte, das heißt, die Leute sparen natürlich, der Konsument kann und will sich gar keine neuen Klamotten am laufenden Band holen, sondern spart an dieser Stelle. Und das zeigt sich eben natürlich auch in den Unternehmungen, in den Aktien von Puma. Nichtsdestotrotz, Unternehmen ist interessant, kommt momentan wieder auf ein Bewertungsniveau zurück, 17,9er KGV, ist im Verhältnis historisch gesehen günstig zu sehen. Man muss sagen, dass wirklich eine Puma in den vergangenen Jahren immer höher bewertet war. War eine 2%ige Dividendenrendite vor Steuern, was ordentlich gerade unspannend ist. Und wenn man sich das ganze Chartbild mal langfristig ansieht, sieht man, dass man hier natürlich auch so ein bisschen auf so einem Niveau von 2016, 17 im Endeffekt zurückgefallen ist oder 17, 18. Das ist schon ordentlich. Also eine ausgedehnte Kurskorrektur. Ich würde gucken, ob hier tatsächlich das Kursniveau hier in diesem Bereich so um die 40 Euro halten kann, ob man also tatsächlich dadurch dann auch aus diesem Abwärtstrend, also den ganz kurzfristigen steilen, hat man ja schon durchbrochen, jetzt ist noch dieser langfristige oder mittelfristige, wenn der eben durchbrochen wird, dann kann es spannend sein, würde auch so ein bisschen einher damit laufen, dass man zum Beispiel zum Jahresende hin sich durchaus solche Aktien mal ins Depot nehmen kann, was durchaus ganz spannend ist, wenn man eben entsprechend auf zyklische, auf Konsumartikel entsprechend sich fokussieren will. Gucken wir mal als nächstes, wenn wir schon auch im Halbleiterbereich waren, auch eine Nvidia an. Ich switche hier so ein bisschen, nicht, dass wir so ein Special zum Thema Halbleiter nur haben, sondern dass es auch ein bisschen durchmischter ist. Nvidia, was soll man dazu sagen? Mega Unternehmen, Zahlen haben wieder mal überzeugt, man übertrifft die Erwartungen, man hat wirklich einen hammerharten Umsatz- und Gewinnentwicklung. Die Story geht weiter und weiter und weiter und ist natürlich auch dahingehend, was ich in den letzten Ausgaben immer gesagt habe, wenn ihr solche Aktien habt, haltet die. Wirklich, geht mit dem Flow mit. Man kann nicht sagen, ob das hier schon das Ende eben dann war der Fahnenstange oder nicht. Das ganze Ding geht weiter. Also jeder, der hier Skepsis eben an den Tag gelegt hat, wurde Lügen gestraft. Man sieht, wie dieser Trend hier wirklich mal brachial nach oben zieht. Alle, die dagegen gehalten haben, haben buchstäblich eine auf den Hintern bekommen. Langfristig sieht man das einfach, wo die Aktien herkommen. Also wer hier vor 10 Jahren entsprechend mal 1.000 investiert hat, der kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Also wirklich Wahnsinn, wie diese Aktie durch die Decke gegangen ist. Und zeigt eben auch, wie wichtig eben gutes Management ist. Anders kann man es nicht formulieren. Man sieht es halt immer wieder gut positioniert. Ich wiederhole das nicht alles, habe ich in den letzten Ausgaben schon gemacht. Man ist jetzt mittlerweile wirklich hammerhart und ganz, ganz fest im Sattel im Bereich KI drinne. Hat da wirklich die wichtigste Technologie neben AMD momentan in den Märkten. Und was soll man anderes sagen? Ich habe es gesagt, in Silicon Valley zählt momentan wirklich, wer hat hier die Rechenleistung. Die Rechenleistung kommt von Nvidia und Nvidia wird aus meiner Sicht heraus auch weiterhin, zumindest mal in diesem Jahr, gut performen können. Also ob man jetzt unbedingt noch aufspringt, würde ich nicht sagen. Da würde ich eher diese anderen Unternehmen, die ich jetzt auch vorgestellt habe, vielleicht mal eher in Erwägung ziehen, wenn man unbedingt dabei sein will. Ansonsten Nvidia momentan zumindest mal weiter Halteposition, kein Stück aus der Hand geben. Ganz im Gegenteil, wenn die mal wieder zurückkommen, und zwar nennenswert, dann kann man sich durchaus mal die eine oder andere Position reinlegen. Anders sieht es aus bei den Aktien von der Supermicro. Da bin ich eher so ein bisschen skeptisch unterwegs.
Ich weiß, dass die natürlich in gewisser Hinsicht davon profitieren. Rechenzentren werden gesucht, werden gefragt, werden benötigt natürlich für die KI-Technologie. Aber ob das eben so rechtfertigt, so eine Aktie entsprechend in diese luftigen Höhen zu heben, ja, muss man sehen. Man hat hier mittlerweile auch schon 43,6er KGV. Ist unheimlich viel in der Story drin. Man sieht halt auch, dass hier viele Nachzügler mit aufgesprungen sind. Handelsvolumen buchstäblich durch die Decke gegangen. Man sieht es hier. Also wirklich eine absolut phänomenale Kursperformance. Für mich eher eine Halteposition. Ich würde die Aktien auf dem Niveau jetzt nicht kaufen. Die sind mir ein bisschen zu spitz in dem Bereich Server Technology entsprechend verbandelt. Da sind andere Unternehmen wie eine AMD, Nvidia entsprechend interessanter. Die werden übrigens auch verbaut. Das heißt also, Supermicro stellt eigentlich nicht selber die Technologie, sondern die bauen die Komponenten zusammen, greifen zum Beispiel auf den Nvidia Grace Hopper Superchip zurück oder von Intel AMD entsprechende Produkte, bauen da eine leistungsstarke Kombination eben zusammen und die werden dann sozusagen für eben entsprechende Anwendungen im KI-Bereich ausgebaut. Super spannend, klar, aber für mich ist sozusagen da schon sehr, sehr viel Euphorie eben gerade drin und deswegen wäre ich dahingehend ein bisschen vorsichtiger. Gucken wir mal auf AMD, die passen auch gerade ganz gut rein, von euch auch immer wieder angefragt, deswegen habe ich dann die ganze Sache hier mal geclustert. Der größte aus meiner Sicht der Verfolger von einer Nvidia derzeit, beziehungsweise nicht nur derzeit, sondern schon seit einiger Zeit. Also hier kann man auch wirklich sagen, eigentlich dabei bleiben. Die neue Chip-Generation von AMD ist sehr vielversprechend, auch gerade sozusagen eine gute Ausweichmöglichkeit für viele Unternehmen, die eben Rechenleistung brauchen und die vielleicht durch die Nvidia-Grafikkarten nicht mehr bekommen, haben natürlich die Möglichkeit, eben durch die Technologie von AMD entsprechend da eben mit weiter an Bord bleiben zu können. Wenn man sich mal ansieht, dass das Unternehmen vor einigen Jahren tatsächlich nahe dem Bankrott war, also man kann wirklich sagen, hier, ich glaube, das war 2017, 15, 16 rum, da war wirklich die Frage, ob die AMD sich gegen Intel durchsetzen kann. Der Rest ist Geschichte. Da braucht man gar nicht lange rumdeuteln, wenn man den Aktienchart von Intel da mal reinbaut. Ach, kann ich eigentlich gleich mal machen. Dann sieht man ganz gut, wer hier wirklich dann die Fühler beziehungsweise dann natürlich insgesamt auch die Arme und Beine vorne hat. Ja, was soll man sagen? Guckt euch den langfristigen Chart an. Intel in diesem Fall in blau, gelb beziehungsweise AMD in gelb. Man sieht es hier, ne? Also hier unten in zartem Grün die Intel-Aktien und hier sozusagen die AMD. Und genau an dieser Stelle, da war das Wettrennen zwischen den beiden. Da haben wirklich gedacht, bei AMD gehen, haben die Investoren gedacht, bei AMD gehen die Lampen aus. Und bei Intel ist sozusagen der Gewinner. Und ja, hier sieht man es eben, war eben nicht so der Fall. Also von daher sieht man also auch mal immer ganz gut, dass große Unternehmen, die zumindest mal eine Zeit lang als Favoriten gelten, nicht auch unbedingt die Favoriten sein müssen. Gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, die ExxonMobil. Ein großer Rohstoff-Energieträgerwert aus den USA. Und ja, natürlich ein Profiteur momentan davon, dass eben der Ölpreis sich auf dem aktuellen Niveau von ungefähr 80, 85 US-Dollar halten kann. Man sieht also auch hier die Aktien sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Wer also hier in den Krisenzeiten, wann war es 2021, genau zugegriffen hat, kommt auch aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die Aktien sich, man darf es halt nicht vergessen, es ist ein Ölwert, also wirklich eigentlich eher ein konservativer Wert von damals 37 Dollar eben bis auf zuletzt auf 110, 112 US-Dollar hochentwickelt, also fast verdreifacht. Was soll man da sagen? Bewertung 12er KGV im Ölvergleich bzw. Energie-Rohstoffbereich nicht günstig, hat aber eine gute Möglichkeit, hier mit der Dividendenrendite von 3,63% vor Steuern eigentlich einen schönen Dividendenwert im Portfolio zu haben. Ganz klar muss man sagen, ist nicht ESG-konform. Öl generell wird natürlich, ist nicht ESG-konform. Was ganz spannend ist, ExxonMobil will sich auch im Bereich des Lithium-Geschäfts entsprechend positionieren will. Ab 2027 müsste erst eine Produktion beginnen. Das heißt also, Lithium für Unternehmen herzustellen. Bis 2030 will das Unternehmen genügend Lithium produzieren, um im Jahr 1 Million Elektrofahrzeuge damit ausstatten zu können. Also man merkt schon auch hier der Shift weg von Rohstoff Öl, also fossile Brennstoffe, hin in Richtung Lithium, was natürlich ganz spannend ist.
Und ja, von daher durchaus eine Story, wenn man das aus dieser Hinsicht heraus betrachtet. Aber ansonsten muss man natürlich sehen, ob das mit den Anlagerichtlinien, die man sich selber auflegt, aus dem Bereich ESG heraus passend ist. Gucken wir auf das nächste Unternehmen von dem Altmeister des Anlegens, Berkshire Hathaway, Warren Buffett himself, sein Partner Charles Munger, Charlie Munger, ja, vor kurzem verstorben in einem doch sehr reifem Alter von über 90 Jahren. Und aber die beiden haben wirklich eine Masterarbeit hier mit diesem Anlagevehikel Berkshire Hathaway gemacht. Das war, glaube ich, mal ein Textilunternehmen, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Die haben sozusagen ein Beteiligungsunternehmen daraus gemacht und ihr seht, der Rest ist Geschichte, die Erfolgsstory ist da. Man hat also hier die Möglichkeit, sozusagen wie eine Art Fonds, wenn man so will, aktiv gemanagten Fonds zu haben. Schwerpunkt liegt hier ganz klar auf den Traditionsunternehmen aus den USA, ob es eine Coca-Cola, ob es eine American Express ist. All diese Unternehmen finden sich in dem Portfolio von Berkshire Hathaway. Ein riesig großer Bestand an Cash. Das heißt, das sind da die Investoren oder beziehungsweise die Lenker von dem Investmentvehikel, sprich Warren Buffett und seinem Team, warten wirklich. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir, selbst wenn man Liquidität hat, die nicht sofort in den Markt reingehen muss, sondern einfach auf die günstige Situation warten. Ich glaube, Warren Buffett hat das selber mal formuliert, dass er eben immer guckt, ob er einen Dollar wert für 50 Cent kaufen kann. Das ist sozusagen die Anlagestrategie, die dahinter ist. Wenn diese Zeitpunkte kommen, dann greift er eben auch beherzt zu. Man hat es in der letzten Zeit gesehen, ob es eben große Rückversicherungsunternehmen waren, die gekauft wurden, ob es entsprechend Konsumartikelunternehmen waren, die dann eben in das Depot oder Portfolio von Berkshire Hathaway gewandert sind. Oder eben auch wie zuletzt, dass man eben bei Occidental Petroleum sich entsprechend positioniert und einfach wartet und guckt, wie in die Situation ist, um dort die Position weiter auszubauen. Also eine ganz spannende Situation, um eben so eine Art, ja, wie gesagt, Möglichkeit zu haben, um amerikanischen Markt in Traditionsunternehmen investieren zu können. Wie gesagt, Fokus hier ganz klar eben hauptsächlich auf die USA. Man war auch mal so ein bisschen im Bereich BYD unterwegs, aber die Position hatte man zuletzt ja wieder verkauft. Da bin ich auch schon in China, habe die galante Überleitung gemacht. Wir gucken uns mal die Li Auto an. Auch ein Wert, den man mit Fug und Recht oder wo ich wirklich behaupten kann, das war jemand von euch, der hier diese Aktien vor einigen Jahren in dem Format mit hervorgebracht bzw. vorgestellt hat oder gefragt hat: Hey Andreas, guck dir mal die Aktien an. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, tolles Unternehmen, gut positioniert, hohe Wachstumszahlen, größter Rivale mit auch für Tesla. In China war im letzten Jahr 2023 das erste Mal rentabel, hat im vierten Quartal die Auslieferung um 184,6% gesteigert auf 131.805 Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr, da hatte man noch 46.300 im Schlussquartal eben entsprechend ausgeliefert. Umsatz beläuft sich auf 5,88 Milliarden US-Dollar, ebenfalls ein Anstieg von 136,4%. Also, wenn man sich das Ganze insgesamt ansieht, sieht man, dass hier wirklich ein extrem starker Run ist. Die Aktien auch vor kurzem eben auf Rekordkursniveau gewesen. Man sieht es hier bei umgerechnet ungefähr 22 Euro ist jetzt wieder ein Stück weit zurückgekommen. Das ist aber eine Situation, die einfach aufzeigt, was für ein Drive in diesem Sektor drin ist. Klar, man ist noch ganz weit weg. Man hat eben insgesamt nur 100 oder 400.000 Autos im Jahr verkauft, aber oder wird die verkaufen. Tesla hadert mit einer Million, ist also sozusagen in diesem Bereich oder hadert nicht, sondern ist jetzt über diesen Bereich rübergekommen und baut langsam aus. Wenn man sich aber anguckt, dass eine Volkswagen, eine Toyota weit oder in dem Bereich von 10 Millionen Modelle pro Jahr verkauft werden, sieht man, dass das noch ein ganz schön langer Weg ist. Aber es sind eben die kleinen Wadenbeißer, wie eine Li Auto, wie eine NIO, wie eine Xiaopeng aus China, die natürlich sich anschicken, einfach diesen Bereich, diese Domäne der großen Autobauer anzugreifen. Deswegen Li Auto ganz spannend. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, auch aus dem Reich der aufgehenden Sonne. BYD, Build Your Dreams. Ein Unternehmen, was ebenfalls hier des Öfteren von mir besprochen wurde, von euch angefragt. Bleibt für mich auch weiterhin interessant, auch wenn man natürlich immer mal wieder diese Kursrücksetzer hier drin hat. Das sind aber Situationen, die ergeben sich einfach daraus, dass natürlich das Unternehmen auch immer stärker wird, immer mehr wächst und natürlich auch dadurch sozusagen die Dynamik so ein bisschen verliert. Aber perspektivisch bleibe ich dabei, gehört BYD mit zu dem interessantesten Unternehmen aus dem Automotive-Sektor in China. Man hat vor kurzem gesagt, dass man jetzt einen Supersportwagen lancieren will. Das heißt, man geht also
in den Bereich des hochpreisigen Segments rein, was ganz spannend ist, weil man einfach sieht, dass da Margen da sind. Also diese ganzen kleinen und Mittelwagenbereiche, da sind kaum Margen da. Das ist sozusagen nur, um die Leute anzufüttern, wirklich hochmargig. Da, wo es eben hochpreisig wird, ist eben in den oberen Segmenten, in den Oberklassen, in den Sportwagenbereich. Und da will BYD mit rein. Man möchte also ein Auto rausbringen, was man 0 auf 100 in unter 3 Sekunden das schafft, so ungefähr 233.000 US-Dollar kosten. Also insgesamt auch eine Entwicklung, die natürlich aufzeigt, dass das Unternehmen auch da sehr rege ist. Man ist mittlerweile in Deutschland auch angekommen, hat hier einige Showrooms entsprechend aufgebaut. Und ja, ich glaube, da müssen sich einige Autobauer tatsächlich warm anziehen. Technologisch ist man weit den von Tesla schon voraus. Das ist also auch eine Erwartung. Oder beziehungsweise nicht erwartet von vielen, worden von vielen Investoren und da eine ganz spannende Ausgangssituation. Bleiben wir mal im Land der Mitte beziehungsweise in China und gucken mal auf Alibaba. Auch ein Unternehmen, würde ich noch nicht abschreiben, finde ich mega spannend, hat viele, viele interessante Ansätze. JD.com ja heute mit Zahlen rausgekommen, die durchaus überrascht haben, besser waren, als viele erwartet hatten. Alibaba kommt nicht so richtig in Knick, weil einfach, oder aus dem Knick, weil man einfach hier natürlich auf den Zeitpunkt, auf den Startschuss wartet, dass sich das Unternehmen sozusagen selber aufsplittet. Man will ja vier Bereiche machen. Cloud-Bereich soll ausgegliedert werden, Retail-Bereich, Online-Retail-Bereich soll ausgegliedert werden. Man will die Logistik-Immobiliensparte eben auch ausgliedern. Das Problem ist, es geht momentan nicht. Macht man das, kommt man nicht mehr an die wichtigen Halbleiter ran, die das Unternehmen insgesamt braucht. Dann spannend ist, dass Alipay jetzt gestern bekannt gegeben hat, dass man die 2,2%ige Beteiligung an dem koreanischen Zahlungsabwickler KakaoPay verkaufen will. Man merkt also, da wird weiterhin so ein bisschen zugearbeitet. Ich würde die Aktien nicht abschreiben. Das Wichtige aber, gerade bei Investments in chinesischen Aktien, ist immer wieder, man muss Zeit mitbringen und man darf die auch nur wirklich als Depot bei Mischung sehen. Also keine großen Bestände aufbauen, ist einfach sehr, sehr schwierig abzuwägen, wie die Regulatorik in dem Land, in China sich darstellt, sowohl als auch natürlich die Probleme mit Amerika über die außenpolitische Schiene mit abfärben. Ganz, ganz viele Aspekte, die man da betrachten muss, die sind immer wieder natürlich auch für diese Rücksetzer sorgen, die man hier im Aktienkurs ganz gut sieht. Das heißt also, man sieht hier immer wieder, dass die Aktien sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Aber es ist für mich so eine Art wie eine Sprungfeder, die man eben ganz stark zusammendrückt und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis die dann eben im Endeffekt sich entlädt. Und das kann tatsächlich auch bald passieren. Wann, weiß man natürlich in der Form nicht, aber dass das im Endeffekt durchaus möglich ist, ergibt sich aus der schieren Größe, der schieren Positionierung und natürlich auch der insgesamten Entwicklung des operativen Geschäfts. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die Samsung SDI. Auch wie immer wieder eine Aktie, die ihr gerne und häufig besprochen haben wollt und die ich dann doch manchmal zurückstellen muss, weil einfach zu oft die Anfragen dahingehend hier bei mir auftreffen. Aber ich nehme es trotzdem gerne jetzt mal heute mit rein. Samsung SDI zuletzt doch etwas stärker korrigiert. Es hat natürlich damit zu tun, weil einfach weniger Nachfragen nach elektrifizierten Autos da sind und sich das entsprechend bei den Aktien von dem südkoreanischen entsprechenden Batteriehersteller darlegen. Man hat also hier so ein bisschen diese Euphoriephase eben verlassen, ist jetzt auf dem Weg einer doch ausgedehnteren Kurskorrektur. Auch hier kann man sagen, perspektivisch mittelfristig bleiben die Aktien weiter interessant. Was mir ganz gut gefällt, zumindest mal kurzfristig, ist, dass dieser Abwärtstrendkanal zumindest augenscheinlich verlassen worden ist. Das heißt, man hat also jetzt hier so ein bisschen den ersten Anreiz, dass man sagen kann, okay, eine Bodenbildung scheint sich abzuzeichnen, beziehungsweise auch diesen Abwärtstrend, der sich zuletzt ausgebildet hat, hier zu durchbrechen. Das bedeutet für mich perspektivisch, die südkoreanischen Batteriehersteller werden in den USA mehr als 50% Marktanteil bei der Herstellung von Akkus haben. Samsung SDI bei den Wearables mega gut positioniert hat, war da wirklich hammerhart das Leben schwer gemacht, ist ein Kooperationspartner mit Apple, glaube ich, mit Sony, mit ganz, ganz vielen großen, wichtigen Elektronikkonzernen. Hier ist es nur eine Frage der Zeit. Auch hier kann man sagen, Depotbeimischung, Sichtweise 3 bis 5 Jahre, sukzessive sozusagen im Endeffekt die Position ausbauen, natürlich im Gewinn, und dann hat man im Endeffekt eine gute Möglichkeit, einfach von dem Trend der immer mehr konzentrierteren Energiespeicherung sozusagen auf immer kleineren Raum einfach profitieren zu können. Die Bewertung 13,8er KGV ist wirklich als günstig zu sehen, kann man gar nicht anders sagen. Man hat ein Hochtechnologieunternehmen, mega gut positioniert. Man darf nicht vergessen, die haben ja nicht umsonst den Namen Samsung mit im Unternehmensnamen drin. Das heißt, die Nähe zu natürlich der Samsung Electronics ist da
und von daher durchaus interessantes Unternehmen, wo man einfach im Endeffekt dann sehen kann, wenn man die Aktie noch nicht hat, dass man sich perspektivisch mal die eine oder andere Position reinlegt, Stop-Loss absichern als Depotbeimischung und dann ist man zumindest in dem Bereich der Energiespeicherlösung gut positioniert. Gucken wir mal auf den nächsten Kandidaten aus dem Halbleitersektor, die Taiwan Semiconductor. Ebenfalls ein Unternehmen, was eine Rekordjagd hingelegt hat, seinesgleichen, Moment, und einfach aufzeigt, was für Musik momentan in dem Sektor drin ist. Woher kommt es? Na ganz klar, die Taiwan Semiconductor ist ein Unternehmen, was sozusagen die Produktion für die Halbleiter vornimmt. Das heißt, Nvidia stellt die nicht selber her, sondern gibt eben im Endeffekt die Produktion an Taiwan Semiconductor weiter. Und Taiwan Semiconductor ist sozusagen ausführendes Organ im Bereich der Halbleitertechnologie und baut die Halbleiter dann. Man sieht Aktien auf Rekordkursniveau, wobei man auch sagen muss, hier ist man eben so gesehen nur ausführendes Unternehmen. Man profitiert natürlich davon, gerade dass eben Nvidia hier eine sehr starke Nachfrage eben bei Taiwan Semiconductor Manufacturing hervorgerufen hat. Für mich auch so ein Unternehmen, wo ich sagen würde, ich würde dabei bleiben, ob man jetzt da unbedingt noch rausspringen sollte, weiß ich nicht. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die wirkliche pure Innovationskraft dahinter, dass ich sagen würde, die Aktie muss man unbedingt haben, weil eben entsprechend viel Fantasie drin ist. Es ist halt nur ein ausführendes Unternehmen. Und wenn natürlich dann zum Beispiel sich China mehr öffnen würde oder beziehungsweise andere Unternehmen wie eine Intel oder eine Infineon im Endeffekt auch ihre Kapazitäten wieder zur Verfügung stellen, merkt man, dass hier ein relativ hoher Shift natürlich stattfinden kann. Momentan sehe ich es nicht, weil natürlich erstmal Never Change a Running System gilt, aber perspektivisch bin ich mir nicht ganz sicher, ob Taiwan Semiconductor sich tatsächlich dauerhaft auf diesem Kursniveau halten kann. Das nächste Unternehmen ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, die Gilead. Pharmaceutical, die hatten wir vor einiger Zeit hier auch schon mal. Das ist ein Unternehmen, was sehr stark im Bereich der HIV-Präparateproduktion bzw. Mittelproduktion unterwegs ist, was sich auch im Bereich der Hepatitis B und C-Medikamente gut positioniert hat, was vor kurzem sich auch im Bereich der Onkologie sehr gut positioniert hat und was aber auch, wenn man hier mal langfristig reinzoomt, eben auch ein sehr langen Seitwärtstrend ausgebildet hat. Also nachdem man hier diese Rekordjagd einfach gesehen hat in den 14er, 16er Jahren, gab es in den letzten Jahren wirklich nur eine Seitwärtsbewegung. So langsam wird das Unternehmen wachgeküsst, wenn man so will. Man hat viele, viele Akquisitionen unternommen. Man hat sich im Bereich der Onkologie sehr stark positioniert. Ich denke, das ist ganz spannend. Also auch gerade, wenn man sich anschaut, dass man hier ein durchaus gut positioniertes Biotechnologieunternehmen hat mit einem 10er KGV und einer 4,3%igen Dividendenrendite vor Steuern, hat man hier zumindest mal ein Unternehmen mit einer prall gefüllten Produktpipeline. Wenn ihr die letzten Formate gesehen habt, wisst ihr, das ist oftmals ein Problem gewesen bei vielen anderen großen Pharmaunternehmen, dass da eben keine Produktpipeline vorhanden ist, dass man also hier ein Problem hat, viele Blockbuster laufen aus, die Patentschutzrechte werden endfällig, Generika, also Nachahmerprodukte können hergestellt werden. Das ist zumindest bei der Gilead nicht der Fall und von daher durchaus interessant auf dem aktuellen Niveau, wenn man perspektivisch so 3 bis 5 Jahre unterwegs ist, durchaus interessant. Das nächste Unternehmen sind die AppWe, auch ein Unternehmen, was wir hier an dieser Stelle des Öfteren schon mal besprochen hatten. Gilt für mich in die gleiche, oder kommt in die gleiche Kategorie rein. Top auf positioniertes Unternehmen ist ein Unternehmen, was damals von den Abbott Laboratories 2013 ausgegründet wurde und seitdem wirklich einen enorm guten Kursperformance hingelegt hat. Ich zoome mal hier ein bisschen rein, dann sieht man das auch besser. Hier der 5-Jahres-Chart sieht schon mal sehr gut aus. Wenn man sich das Ganze langfristig ansieht, sieht man also die Definition eines 45-Grad-Charts, wenn man so will. Also median durchaus interessant. Wie gesagt, man ist im Bereich, stellt Produkte her für die Behandlung von rheumatoider Arthritis, dann Morbus Crohn, Schilddrüsenerkrankungen, Parkinson, HIV und Mukoviszidose. Also alle möglichen Dinge, auch im Testosteronbereich ist man unterwegs, stellt Medikamente für chronische Nierenerkrankungen her und so weiter und so fort. Also wirklich sehr stark eben positioniert im Bereich der Immunologie, Neuroscience und wie gesagt auch in der Onkologie.
In der Immunologie macht man momentan ungefähr 48% der Gesamtumsätze, im Bereich der Onkologie 11%. Man hat aber auch hier zuletzt sich sehr stark eben verstärkt durch Übernahmen. Also von deinen Unternehmen hier auch ganz klar, go with the flow. Anders kann man es nicht formulieren. Das heißt, die Aktie ist auch im Verhältnis natürlich teurer als eine Gilead, entsprechend 16er KGV, 3,47%ige Dividendenrendite, aber ein Pharmaunternehmen mit Perspektive. Und von daher würde ich da an Bord bleiben und finde die Aktien eigentlich ganz interessant. Gucken wir auf einen weiteren Pharma-Titel, und zwar auf die Bristol Myers Squibb, BMS, kurz ausgesprochen bzw. abgekürzt. Und ebenfalls ein Unternehmen, was sich in den letzten Jahren durch mehrere Übernahmen sehr stark eben positioniert hat. Man hat zum Beispiel Turning Point Therapeutics, Mirati Therapeutics übernommen und hat sich da eben auch in den Bereichen Onkologie, also man merkt schon, Krebsforschung, Krebsmedikamente insgesamt sind sozusagen das neue oder das Neuland, das neue Heil für viele Pharmaunternehmen. Und das ist dann natürlich auch ganz spannend, weil man einfach sieht, dass hier dann natürlich auch die Unternehmen sich natürlich dann entsprechend gut positionieren können. Man hat eine gute Pipeline an momentan schon Blockbuster-Präparaten. Das heißt also, man hat hier zum Beispiel durch CAR-XT sich schon gut positioniert und konnte entsprechende Erfolge verzeichnen, als auch natürlich durch entsprechende Marktzulassung eben von der letzten Übernahme, die man getätigt hat, Karuna Therapeutics, die auch schon bereits Produkte am Start hatten. Also durchaus eine interessante Gesellschaft, die man mal so ein bisschen im Fokus behalten sollte, die sicherlich nochmal die ein oder anderen Nachrichten auch dahingehend publizieren werden, um natürlich dann eben auch da entsprechend dann Kursgewinne für die Aktien, für die Aktionäre hervorrufen zu können. Also von daher durchaus interessant. Man merkt also auch schon hier, dass dieser ganze Bereich im pharmazeutische Industrie, Biotechnologieunternehmen in den USA ganz spannend sind. Das heißt, es sind ein bisschen die Nutznießer von den Entwicklungen, die wir zuletzt gesehen haben, dass natürlich der Fokus sehr stark von den Investoren in Richtung Technologie, sprich Apple, Amazon, eine Meta-Plattforms, Alphabet und so weiter. Das sind die Unternehmen gewesen, die stark im Fokus gerückt sind. Und daraufhin haben Investoren wesentlich stärker Gelder aus den defensiven Bereichen abgezogen, eben umverteilt, eben auf diese wenigen großen Technologiekonzerne. Das kann so ein bisschen auch manchmal der Vorteil sein, dass man dann eben doch relativ günstig bewertete Unternehmen im Bereich der Biotechnologie oder eben auch im Bereich der pharmazeutischen Industrie vorfindet. So, das war es soweit von mir für die Klar Schiff heute Folge heute am Donnerstag hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Weitere Unternehmen werde ich am Montag besprechen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich am kommenden Montag eine Live-Sendung machen können mit Fragen, die ihr dann natürlich im Live-Chat stellen könnt. Ich kann es nicht versprechen, weil es tatsächlich eine Frage der IT-Kapazitäten hier in unserem Haus ist. Aber was auf jeden Fall kommen wird, ist eine Ausgabe, auf die ich dann entsprechend für eure Unternehmen, eure Fragen, die ihr mir hier in diese Kommentarfunktion unter dem Videofenster einfach entsprechend reinblenden könnt oder beziehungsweise reinschreiben könnt. Ich nehme die dann raus, werde die am Montag mit in das Format reinnehmen und hoffe, dass auch, wie gesagt, natürlich, dass es eine Live-Sendung wird, aber ansonsten bin ich natürlich auch ganz stark daran interessiert, das möglichst schnell zu realisieren. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg an den Börsen. Wenn ihr Lust habt, schaut oder hört morgen mal bei dem Börsen-Podcast Come On vorbei mit dem Kollegen Dirk Schwitzke und mir. Da reden wir hier börsenwöchentlich über die Ereignisse an den Finanzmärkten, auch ganz spannend. Also vielleicht so ein bisschen um die Wegstrecke bis Montag übers Wochenende entsprechend überbrücken zu können, habt ihr da die Möglichkeit, was auf die Augen in Form dieses Formats und auf die Ohren in Form des Podcast-Formats zu bekommen. Also wir versorgen euch so oder so. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Bis demnächst, bis Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.